Der am Rhein-Herne-Kanal liegende Gelsenkirchener Stadthafen befindet sich im Bereich der Stadtteile Schalke und Hessler. Das 112 Hektar große Gelände wurde aus dem Besitz des Herzogs von Arenberg erworben. Kaufentscheidend war die direkte Nähe zum Rangierbahnhof Gelsenkirchen-Bismarck, dem seinerzeit größten und leistungsfähigsten Güterbahnhof im Ruhrgebiet. Am 9. und 10. Juli 2005 feierte der Hafen seinen Geburtstag mit einem großen Volksfest. Die Gelsenkirchener Eisenbahnfreunde haben auf den Gleisen der Hafenbahn eine hochinteressante Fahrzeugausstellung gezeigt und gleich mehrere Dampflokomotiven im Einsatz präsentiert. Ein großer Erfolg für den noch jungen Verein war die gelungene Rücküberführung des alten Jumbos, einer Güterzug-Dampflokomotive der Baureihe 44, vom Maximilianpark bei Hamm in den alten Lokschuppen des BW Gelsenkirchen-Bismarck, der alten Heimatdienststelle der Maschine. Auf dem Hafenfest wurde sie dem staunenden Publikum das erste Mal präsentiert. Die ausgestellten Diesellokomotiven zeigten Vertreter der typischen Baureihen, die nach der Ausmusterung der letzten Dampflokomotiven die schweren Güterzüge durch das Revier schleppten bzw. es teilweise auch heute noch tun. Lediglich die Lackierung der Fahrzeuge wurde in diesem Zeitraum mehrfach den Vorstellungen der Zeit angepasst. Die Hafenbahn stellt ihren Kunden heute in der Regel knapp 300 Güterwagen pro Woche zu bzw. holt sie von dort ab. Der heutige Hafenbetreiber, die Gelsenlok, stellte an diesem Wochenende ihre vorhandenen Lokomotiven mit den Nummern 3, 6 und 7 im Bereich des Lokschuppens aus. Heute reicht im Allgemeinen eine Lokomotive für den Verkehr aus. Dementsprechend kommt die blaue Lok 3 nur noch sehr selten zum Einsatz.
In der Regel wird die Übergabestrecke zum DB-Bahnhof 2 bis 3 Mal am Tag bedient. An diesem Wochenende war sie jedoch fest in der Hand der Dampf- und Diesellokomotiven, die unermüdlich für Führerstandsmitfahrten, Rundfahrten und Pendelzugdienste eingesetzt wurden. Dazwischen war für die kleinen Schienenomnibusse des Reviersprinters immer etwas Platz. Eine rundum gelungene Veranstaltung. Doch folgen wir nun den Dampfzügen an die Strecken im Revier. Gleich in Wanne-Eickel begegnet uns die 01 1066, die mit ihrem historischen Eilzug in voller Fahrt den Bahnhof passiert. In Herne hat der Dampfpendelzug sein Etappenziel erreicht. Die Dampflok 24009 kuppelt ab und fährt durch den langgezogenen Bahnhof, um sich auf der anderen Seite wieder an den Zug zu setzen. Nach der Bremsprobe ein kurzer Pfiff. Bitte einsteigen, der Zug fährt ab. Die Dampflok zieht ihren Zug scheinbar mühelos nach Wanne-Eickel und von dort aus weiter nach Gelsenkirchen. Der Bahnhof Gelsenkirchen wird für die Fußball-Weltmeisterschaft komplett entkernt und freundlich und hell renoviert. Leider lassen sich die zahlreichen Bausünden der 80er Jahre nicht mehr komplett beseitigen. Ein vorausfahrender Personenzug sorgt für einen längeren Aufenthalt, der von den zahlreichen Schaulustigen gerne genutzt wird. Für das stets freundliche und hilfsbereite Zugpersonal aber eine Verspätung, die den Feierabend an diesem heißen Sommertag weiter hinauszögert. Wir beenden diesen schönen Ausflug mit einem Besuch des Barwagens und bedanken uns bei den Hafenbetreibern und den Gelsenkirchener Eisenbahnfreunden für eine gelungene Veranstaltung.